Asylantenheim Rassau, 14.05 Uhr. Eva Maria, die Kommissarin ist da. Eva Maria, du bist wunderschön. Olli, halt die Schnauze. Da, Herr Kommissar, guten Tag, Herr Kommissar. Darf ich Ihnen bitte erstmal den Blumenstrauß überreichen? Und darf ich Ihnen denn meine Mutter und meinen Bruder vorstellen? Und ich bin ganz starker Hoffnung, dass das alles sich wieder aufklärt. Bitte schön. Wir sind wegen Peter Fricke hier. Ja, ich freue mich. Ich zeige Ihnen das Gehege. Polen, Dachau, Treblinka. Also, soll am Sonntag um 7 Uhr wecken, dann gibt es 7.30 Uhr Kaffeewasser, um 9 Uhr gibt es Kaffeewasser, um 12 Uhr gibt es Kaffeewasser und dann 17.30 Uhr gibt es Abendbrot, da kann man sich nochmal Kaffee auffrühen und der Kaffee wird verschieden getrunken, mal stark, mal nicht so stark. Ich wurde der Doro, du bist für jemand der Wärmüller, wie ich schmeckt der Wärmüller, ich bin sehr gerne gesehen, Wärmüller, dann sind wir sehr gerne Achtung, die Heimleitung. Achtung, die Heimleitung. Erstens, 8 in einem Zimmer. Zweitens, selten 12. Drittens, Wasser im Gang. Viertens, bei 0 Grad wird geheizt. Wir haben Besuch, Sie liegen sich sonst noch wund, Herr Matumba. Herr Matumba, Sie haben Besuch, Sie liegen sich doch sonst wund. Ach, Schlock. Wie gefällt dir denn Deutschland? Oh, nicht gut. Immer müder, ganzen Tag. Schlafen. Na, Herr Matumba. Na. Wir tun ja auch nichts. Scheiße. Frau Braun, was ist los? Herr Pössler, da hinten im Schrank, in Ihrem Möbelgeschäft. Stellen Sie sich vor, ein Transsexueller. Ein Transsexueller in meinem Möbelgeschäft. Sofort die Kunden raus. Verehrte Kundschaft, das Möbelgeschäft Böschler schließt aus technischen Gründen. In einer Minute bitte verlassen Sie sofort das Möbelgeschäft. Raus! Raus mit der Sau! Raus! Schnell! Raus mit der Sau! Nobody said when you go out to work, the same thing. Ich weiß, dass er schon Hunger hat. Meine Mutter hat schon einen Kocher mitgebracht und löffelt schon was ein. Ah, da kommt ja schon das Essen. Guten Appetit. Fein, fein, Mutti, fein, Mutti, fein, Mutti. Ach, ja, danke. Buchstabensuppe. Die haben meine Mutter alle beide Beine gebrochen, weil sie früher Unterschriften gesammelt hat gegen das Möbelwerk. Und das war früher alles Wiese. Moment bitte. Wer hat wem die Beine gebrochen? Meine Mutter. Da sind maskierte Leute, die wollen meine Mutter quälen und einbrechen und alles kaputt schlagen und Neger vorbeigehen und so weiter. Peter Krüppel, pass doch auf! Peter, was fällt Ihnen ein? Meine Mutter ist kein Krüppel! Meine Mutter ist ein Heiliges, es ist besser, dass wir gehen. Da sind die Böschler! Diese Schweine! Gottfried! Wo kommt er nur her? Hol dieser Horst! Wo kommt er nur her, all dieser Hass?
kommen. Das ist doch der Kühnen, dieser deutsche Neonazi. Was macht der denn hier? Ich denke, der hat AIDS. Die Damen von Rassau, herzlich willkommen! Der Führer erreicht Rassau. Der Führer grüßt Rassau. Lange diese verfluchten Rassau. Nazis. Ganz Deutschland ist voll davon. Was hast du denn vor? Ich schreib mir mal die Kennzeichen auf. Aber Margret, die Nummern sind doch bekannt! Zur deutschen Jugend aus allen Gauen spricht der Kamerad Platz! Adolf Hitler war ein Nazi, meine Mutter war ein Nazi, mein Vater war ein Nazi, ich bin ein Nazi! Wir brauchen keine Waffe, wir sind die Waffe! Wer Angst vor der Zukunft hat, für den sind die Begriffe Volk, Nation und Rasse noch etwas Besonderes. Denn stolz Deutscher zu sein, den kann einem keiner nehmen. Ich sage nur eins, Auschwitz-Lüge. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Die Farbigen der anderen sind Delinquenten, Rauschgifthändler, Nichtstuerkriminelle, Kameraden, rausgeschmissen gehören sie. Wir hinterlassen keine Spuren, wir hinterlassen saubere Arbeit, hier und jetzt und für 1000 Jahre. Danke, Heil Hitler. Heil Hitler! Es lebe der Hass! Mir juckt die Schnauze. Lass mich los! Matthias! Ich kenne dich doch! Gladbeck! Oh. Autobahn! Ja, ich kenne dich! Du warst eine echt geile Schein. Martina. Ich sag nix. Na gut, dann ficken wir erst einmal. Und die Story erzählst du mir dann später. Zeig mir deinen Arsch. Ich zeig dir meinen Arsch. Aber von hinne. Ja, wo war denn der Mann am 17. April, ha? Lass nicht locker, du. Zeig mir deinen Arsch. Ich hab euch gesehen, Peter. Du, das war doch die Martina aus Gladbeck, ja, Peter? Du machst mir nichts vor. Na und Schnauze. Ah!
Der Transvestit war tot und von den Polen fehlte jede Spur. Inspektor Körn musste erkennen, dass es Dinge im Leben gab, die man einfach nicht erklären konnte. Moment, bitte schauen. Das ist nicht ein Schild. Not angry.